Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kibo Talk. Heute mit einem Ehrengast, der lieben Feline. Dazu werden wir gleich ein bisschen was erzählen. Alle warten ganz gespannt auf diese Folge. Ich habe viel zu erzählen. Ich hatte ja schon mal ein bisschen gedroppt, dass ich erst im August alle Ergebnisse habe, aber es gibt schon mal Tendenzen und auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Feline und ich haben auch tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Sie weiß auch noch von nichts. Aber erstmal würde ich sagen, für diejenigen, die jetzt neu eingeschaltet haben, worum geht es hier überhaupt? Wir haben beide einen Kinderwunsch und ich teile meine Reise schon sehr lange. Und warum ich gerade gesagt habe, ihr wartet alle auf dieses Video. Wir waren gestern das erste Mal wieder in der Kinderwunschklinik und alle warten gespannt auf das Update, ob es einen zweiten Kinderwunsch gibt, ob es überhaupt losgeht oder nicht. Und darum geht es hier heute. Und warum ist Feline hier? Warum ist Feline, wie bist du in mein Leben getreten überhaupt? Ich bin eine Feline. Ich bin Deko, genau. Ja, Feline kenne ich auch über die Kinderwunschreise. Ich habe ja auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet und darüber haben wir uns, ich habe in der Gruppe gefragt, genau. Wir haben vorher auch schon mal so Kontakt gehabt und in der Gruppe habe ich gefragt, ob jemand Lust hat, mir zu helfen, weil ich ja so viel für euch auch immer recherchieren muss und immer machen muss und tun muss. Und das wächst mir manchmal über den Kopf mit Kind, Arbeit, Podcast, YouTube, Instagram und was da alles noch kommt. Und habe gedacht, ich brauche dringend Hilfe. Und da hatte Feline tatsächlich richtig Lust zu und hat gesagt, das machen wir. Du bist also quasi mein neuer Kopf. Genau. Feline erinnert mich gerne. Die Mutti, die ermahnt. Genau, die Mutti, die mir fehlt. gibt mir oder hilft mir einfach im Recherchieren, Erinnern, Dinge planen. Ja, das ist deine neue Aufgabe. Genau. Und am Anfang war ich ganz erstaunt und habe gesagt, also ich bin es gewohnt, dass ich damit kein Geld verdiene. Ich mache das einfach, damit wir hier eine große Bubble sind. Und da freue ich mich auch sehr drüber, und damit ich anderen helfen kann. Und du hast den gleichen Anspruch, aber das ist nicht richtig. Selbstverständlich. Am Anfang denkt man ja immer, ohne dass man jemanden ganz toll, groß, riesengroß bezahlt, macht das ja irgendwie keiner. Eigentlich will ich Geld haben. Ja. Das weiß ich nur noch nicht. Gut. Spaß beiseite. Aber erzähl doch mal ein bisschen von dir. Genau. Also ich bin Feline, 28 Jahre alt, komme aus Niedersachsen und verfolge den Kinderwunsch zum Glück, würde ich sagen, noch nicht ganz so lange wie die liebe Stine. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr dabei, haben jetzt gerade die dritte IUI hinter uns und warte gerade ganz gespannt auf den Bluttest. Den habe ich heute Morgen gemacht, bevor ich hierher gefahren bin. Mhm. Wir schauen einfach mal. Die Schwangerschaftstests waren ja bislang negativ, also schneeweiß. Aber die Ärztin oder beziehungsweise Arzthelferin vorhin hat noch zu mir gesagt, sie hätten nicht testen dürfen, es ist viel zu früh. Man testet erst jetzt und auch Urintests sind nicht zuverlässig. Hat mir quasi wieder so ein bisschen Hoffnung gemacht. Hoffnung, die ich eigentlich nicht haben möchte. Ja, weil stimmt. Wenn der Anruf nachher kommt und es heißt dann doch negativ, fällt man doch nochmal. Mhm. So viel zu uns. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann steht die erste X hier an. Die ist jetzt quasi in Gedanken, geht schon voran. Ja. Auch sehr, sehr spannend bei euch auf jeden Fall. Eigentlich wollten wir auch heute eine ganz andere Folge machen. Wir wollten eigentlich heute die PHP-Folge machen. Richtig. Und dann haben wir aber festgestellt vom Datum, du bist heute Morgen mit den Ergebnissen irgendwie unterwegs und bist auch mit dem Kopf irgendwie bei eurem Kinderwunsch. Und ich war gestern gerade in der Klinik und kann mich auch überhaupt nicht vorbereiten gedanklich. Ich war die ganze Woche auch völlig nervös, oder wir beide eigentlich. Ich wollte gerade sagen. Und haben wir gesagt, weißt du was, wir machen einfach einen Quatsch. Podcast oder eine Quatschfolge sozusagen, beziehungsweise ich bin so gewohnt, Podcast zu sagen, wir machen ja heute erstmal wir machen beides, ne? Ja, YouTube genau. Ist ja auch ein Podcast, aber genau. Einfach ein Video für euch, für YouTube zum Ansehen. Bei Spotify könnt ihr euch das auch ansehen und ansonsten überall, wo es Podcasts gibt. Gibt's. Erzähl, gestern, ihr seid losgefahren nach Hildesheim. Ich habe tatsächlich mit noch keinem so wirklich darüber geredet, außer mit meiner besten Freundin gestern ganz kurz nur so angeschnitten, weil ich auch noch gar nicht so in der Lage war, da irgendwie so drüber zu reden. Okay. Also ich habe die ganzen Emotionen noch gar nicht freigelassen. Ich weiß nicht, was hier heute passiert. Hast du Taschentücher hier? Nee.
vorbereitet. Nein, ich hoffe, ich schaffe es ohne Wein. Auch viele Kissen, genau. Ja, so schlimm ist noch gar nichts eigentlich passiert, aber es sind einfach, also man ist ja viel schneller wieder in den Emotionen drin, als man möchte. Ja. Und als man sich das vorstellt. Also ich hatte gedacht, wir gehen da jetzt erstmal hin. Und es wird, also ich wusste vorher, wie der Ablauf ist. Ich werde eine Untersuchung haben, uns wird Blut abgenommen. Und dann müssen wir erstmal auf die Ergebnisse warten. Ja. Und dass er vielleicht mal ein bisschen, ja, schon mal vorweg was sagen kann. Aber so wirklich aussagekräftig ist das ja vorher gar nicht. Also ich wusste eigentlich, dass ich nicht so viel Infos vorher haben werde. Ja. Aber es war trotzdem so krass emotional, wieder da zu sein, mit Levi an dem Ort zu sein. Ich fange ja schon an zu heulen. Oh Perfekt. So, auch als sich das so vor Augen zu halten, dass Levi da entstanden ist. Ne? Also irgendwie, das war auch das erste Mal, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe, weil er so mit war, den Arzt wieder zu sehen. Also man ist direkt wieder in dieser Bubble. So. Und man fühlt alles von früher. Ne? Man fühlt das direkt wieder und dann auch direkt auch wieder diese Emotionen und Sorgen auch dazu. Ne? Was wird jetzt passieren und wird das wieder was? Willst du dich da wieder reinsteigern? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe fast ein schlechtes Gewissen gehabt jetzt die ganze Zeit. Das spielt mit rein. Ich sage jetzt mal euch gegenüber, du gehörst ja auch zu meiner Instagram-Bubble. Man denkt automatisch, was totaler Quatsch ist. Man denkt automatisch, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich euch das schuldig bin, was ja total dumm ist. Ja, ja. Aber irgendwo spielt das mit im Kopf rein, dass man irgendwie denkt, dann hat man kurz dieses, oh Gott, willst du das überhaupt alles? Oder sei jetzt einfach dankbar, dass du ein Kind hast und lass es sein. Und dann automatisch kam bei mir dieses, ja, aber das kannst du jetzt nicht machen. Doch, natürlich kannst du. Ja, kann man auch. Aber es kommt im Kopf. Es ist so bescheuert. Also ich bin mit euch allen so eng inzwischen. Natürlich nicht mit 12.000 Menschen. Aber mit meinen engen Leuten. Ja. Ich sag mal so, wir haben jetzt knapp über 100 in unserer WhatsApp-Gruppe. Da fiebert ja schon jeder mit jedem. Da fiebert jeder mit jedem. Ja. Ich weiß auch an die Mädels aus der WhatsApp-Gruppe, ich weiß auch, dass ich nicht immer alle 5 Minuten da in dieser Gruppe bin und mitrede, aber ich lese immer alles abends nach und ich fühle das alles so mit, weil ich das ja auch, ich habe das ja auch alles durchlebt und bin jetzt auch wieder mittendrin. Meine Zeit ist einfach so knapp, ich hasse es. Also mein Leben ist gerade so wild. Stressig. Ich habe wirklich so viel Stress im Moment, dass ich wirklich alles. Ich tanze auf jeder Hochzeit nur so ein bisschen irgendwie. Und auf keiner richtig, ja. Genau, und das stört mich Deswegen auch. Deswegen brauchst du Struktur, meine Liebe. Deswegen brauche ich dich, damit du mir ein bisschen... Also, Feline ist auch diejenige in der Gruppe, die auch immer antwortet, immer da bist. Und ich denke auch immer, wenn ich sehe, du schreibst, dann weiß ich, alles klar, alles ist im Griff. Wenn eine Frage ist, wenn was Wichtiges wäre, würdest du mich informieren? Dass wir so einen Podcast aufnehmen. Du bist immer da, nein, ich weiß ganz genau, wenn jetzt irgendeine wichtige Frage an mich persönlich gerichtet wäre und ich würde sie nicht mitkriegen, spätestens hätte am nächsten Tag würde sie mir schreiben, gesagt, ey Stina, guck mal rein, die und die Nachricht, dass ich das nicht überlese. Wenn ich ihr nicht gerade vorbete, dass sie keinen Stress haben soll, sondern lieber entspannter in den Tag starten soll. Auch heute musste ich ihr 5-mal sagen, dass sie sich keinen Stress machen braucht. Ja, das stimmt. Weil ich viel zu früh kam. Genau, ja. Naja, aber ich schweife schon wieder aus oder ab. Naja, wir sind auf jeden Fall dahin und hast du das auch beim Arzt immer? Ich bin immer so, ich will nicht die Zeit klauen, weil ich weiß, wie viel ein Arzt zu tun hat. Ja. Und ich vergesse alle Fragen, die ich fragen wollte und bin dann so, okay, schnell abarbeiten. Ja. Und okay, dann gleich Untersuchung und raus, damit er ja keine Zeit irgendwie vergeudet. Und er war total entspannt. Er hat sich da hingesetzt auf seinen Stuhl und richtig so... mit seinem Stuhl gewippt. So, ja, schön, dass Sie da sind. Und er hat so einen richtigen Plausch mit uns gehalten. Weil man muss dazu sagen, er weiß natürlich auch, dass wir ganz aus Hamburg kommen. Und das sehe ich nicht. Ich sehe nur, ich klaue gerade seine Zeit. Und er hat sich ja extra die Zeit für uns genommen. Ja. Das macht natürlich auch nicht jeder Arzt. Ich wollte gerade sagen, gerade beim Erstgespräch ist es ja auch eigentlich, also es ist ja wieder ein Erstgespräch. Und ja, und dann erkennt ja uns, es war auch ein besonderer Fall. Das hat er auch nochmal gesagt, dass er, mein Mann hat auch echt gefragt, wie hoch war die, wie viel Prozent hatten wir eigentlich? Also wie hoch war die Chance, dass das klappt? Und dann hat er gesagt, ganz klar, er meinte, unser Problem war ja überhaupt eine Eizelle zu kriegen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt überhaupt eine zu bekommen, war die Chance bei 1-3%. Ein Glück hat er euch das vorher nicht gesagt.
Und er meinte, ab dem Moment, wo die Eizelle befruchtet wurde und eingesetzt wurde, da war die Chance bei 40%, also im Normalbereich. Sagt man nicht 50% bei ICSI sonst? Okay, wahrscheinlich auch, das sagt jeder anders. Ne? Ja. Liest du ja mal so, mal so. Genau, aber er sagte, ab Einsätzen war das bei mir, weil ich ein normaler, also ich denke mal vielleicht die 10% weniger, weil es nur eine war und weil... Das kann sein. Keine Ahnung, aber nee, vielleicht bei, von der Qualität, wobei eigentlich hatte die eine ganz gute Qualität, aber hat egal. Hat eine super Qualität gehabt, Lesen ja. ist da. Genau, aber er sagte 1-3 oder 1-2%. Wahnsinn, und dann hat es geklappt. So. Und dann hat es geklappt. Also er meinte, dass das klappt war wirklich. Aber ich glaube, ihr hättet das nicht jetzt schon fragen dürfen, weil wenn ihr es jetzt nochmal macht, denkt ihr die ganze Zeit, oh Gott, nur 1-3%. Wenn wir wieder so viel Chance haben, das ist halt die Frage. Ja, wir haben dann natürlich ihn gefragt, wie es aussieht. Er hat uns erstmal abgefragt, haben wir nochmal irgendwelche Krankheiten dazu bekommen und naja, dann nochmal alles eigentlich durchgekaut, was wir alle schon kennen, so und so. Wenn die Chance, er meinte dann auch, das hat er damals auch gesagt, er gibt uns nicht auf und versucht natürlich da irgendwie eine Chance für uns zu sehen oder zu finden. Aber wenn die Chance so gering ist, also noch schlechter als vorher, sagt er uns gleich von vornherein, dann würde er uns jetzt nicht das Geld aus der Tasche ziehen, sondern uns dann ehrlich sagen, er meinte, ich versuche das natürlich immer, den Menschen irgendwie vorsichtig beizubringen, so, und nicht einfach mit dem Hammer rauf, wie das manche Ärzte machen, so. Das hat er jetzt nicht gesagt mit den Ärzten, aber er meinte, er versucht es einfach auf dem sanften Weg, aber dass wir das schon mal vorher gehört haben, es kann halt sein. Aber was ist denn schlechter als 0,01? 0,0 oder ja. Gibt es 0,0001? Nee, das glaube ich nicht. Wir hoffen jetzt natürlich nicht, dass der Wert noch schlechter ist. Das wissen wir noch nicht. Deswegen ja. Glaube ich nicht, weil der Wert war ja jetzt vor einigen Wochen bei meinem Frauenarzt bei 0,01. Ja. Da hat mich mein Frauenarzt angerufen, zu dem ich jetzt auch nicht gehe. Ich habe momentan keinen Frauenarzt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Weil irgendwie, ja, meiner war super und der ist jetzt in Rente. Dann bin ich zum nächsten. Der geht jetzt auch im Januar zur Rente. Also es hat sich erledigt. Der hat aber immer alles vergessen. Ja, dann war ich jetzt bei einer anderen jetzt neu. Die fand ich aber irgendwie nicht gut. Wobei meine Erfahrung beim Kinderwunsch ist, dass der Frauenarzt eine Zweitrolle spielt. Also ich habe meinen jetzt angerufen für eine normale Vorsorgeuntersuchung, weil ich so dachte, oh Gott, dadurch, dass man so oft Ultraschalls hat und so oft das Gefühl vom Frauenarzt hat in der Kinderwunschklinik, habe ich total vergessen, dass ich ja auch nochmal eine normale Routineuntersuchung brauche. Ja. Und habe nur angerufen und meinte, hallo, wir haben uns lange nicht gehört. Ich sage, vielleicht sollten wir mal wieder einen Vorsorgetermin machen. Sagt sie, ja, wird sein. Ganz gut. Ja, weil mein Frauenarzt hat damit gar nichts zu tun. Die hat nur gefragt, und sind Sie schon schwanger oder nicht, weil sie ja die Überweisung damals ausgestellt hat. Ja, klar, genau. Und mehr nicht. Mhm. Ja, das ist auch super wichtig, gerade in meinem Fall auch mit den ganzen Operationen und so, ne? Richtig, ja. Gut, das hat er jetzt natürlich auch mit abgeguckt, ob er da alles in Ordnung aussieht. Das sieht er natürlich auch und wird mich dann auch zum Frauenarzt schicken, weil jetzt irgendwas anderes nicht in Ordnung, klar. Richtig. Aber natürlich brauche ich einen Frauenarzt, vor allem, weil wir ja so weit weg dahin fahren. Und sollten wir wieder starten, dann dürfen wir hier bei meinem Frauenarzt quasi die Blutergebnisse oder das Blut abnehmen. Ah, das machen bei mir immer Freunde tatsächlich. Freunde? Ja, also bei unserer Klinik, darf ich sagen, in welcher Klinik ich bin? Ja, warum nicht? Okay, also ich bin im FCH, also im Facility Center Hamburg. Mhm. Und da gibt es Blutpost. Und dann bekommst du so einen schwarzen, wie so einen Umschlag aus Plastik, mhm, mit allem, was du brauchst zum Blut abnehmen. Und dann kannst du das halt entweder bei Ärzten machen oder ich habe halt Arzthelferinnen im Freundeskreis. Ehrlich? Die nehmen mir das ab und dann schicke ich das per Post hin. Am nächsten Tag ist es dann da. Und dann muss ich nicht extra zur Kinderwunschklinik fahren. Wie krass fahren. Ist das denn? Das ist super, weil hätten wir jetzt zum Beispiel heute nicht die Idee mit dem Podcast, wäre ich auch gar nicht nach Hamburg gefahren. Ah. Weil für euch, ich fahre halt eine Stunde nach Hamburg. Mit Verkehr auch gerne mal 1,5 bis 2. Ist auch so geil, ne? Du kommst aus der Richtung und fährst nach Hamburg und ich komme aus Hamburg und fahre ganz nach Hildesheim. Genau, das ist auch total. Genau, und dadurch kann ich halt immer Blutpost schicken. Nur hätte ich das heute gemacht, hätte ich Montag natürlich erst die Ergebnisse am Wochenende. Okay. Aber sonst schicke ich das immer nur per Post los. Ah. Ich muss dann nur zum Ultraschall eigentlich. Ja, weil ich wäre dann zum Arzt, würde mir Blut abnehmen und der würde es auch per Post dahin schicken. Okay, aber ich kann es halt auch zu Hause machen. Aha. Dank meiner lieben Freunde, die alle Spaß dran haben, mir Blut abzunehmen. Die sind quasi Schlange. Die lieben es, dich zu quälen. Also bei meinem einen befreundeten Paar, die haben Xing-Shang schon gemacht, wenn ich jetzt Blut abnehmen darf. Geil. Und dann haben wir gesagt, immer beim nächsten Mal bin ich da dran. Ja, ja.
Ja. Oh, nicht deswegen. Schlecht. Ach, cool. Ja, das muss ich vielleicht auch mal vorschlagen, ob die mir einfach so ein Paket schicken können. Ja, oder halt mitnehmen, wenn du dann da bist. Also ich habe 5 solcher Pakete einfach mitgenommen und seitdem lagere ich die zu Hause. Aha. Briefmarke drauf und weg ist. Vielleicht gibst du mir einmal ein Paket. Kein Wagen, gar kein... Oh, das, dafür die Klinik nicht. Nein. Das war nur ein Spaß. Nein, aber ich frage meiner Klinik, ob das nicht auch geht, ob die mir was schicken. Oder ich weiß nicht mal, ob die damals mir sogar was geschickt haben, was ich mit zum Frauenarzt genommen habe. Kann sein. Also wie gesagt, das, der hat alles eingetragen und dann habe ich es rausgeschickt. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja, auch das werde ich nochmal fragen. Guck mal, lerne ich auch nochmal was dazu. Ja, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, geschweift ab. Immer. Naja, er hat mir dann auf jeden Fall auch erzählt, das fand ich sehr, sehr schön, also wenn eine von den Mädels hier zuhört, dass viele zu ihm gekommen sind über mich tatsächlich über die Jahre. Ach, hat er erzählt? Ja, er meinte, schön, dass bei 5 bis 6 Frauen, die wegen mir gekommen sind, das waren auch meistens Fälle mit einem schlechten AMH, also ähnliche Fälle wie bei mir, die auch schon aufgegeben haben und eigentlich schon eine Eizellspende oder Adoption oder irgendwas machen wollten, durch mich erfahren haben, oh, es gibt noch eine Option, und dann zu ihm gefahren sind und die sind tatsächlich schwanger geworden. Oh, schön. Oh, ich hatte so Pipi in den Augen. Das ich glaube, von 1, 2, die haben mir auch geschrieben, die haben mir das auch so gesagt. Und viele sind vielleicht auch zu ihm, die ihm gar nicht gesagt haben, dass sie über mich kommen. Ja. Aber die 5, 6 haben das halt erzählt und sind da tatsächlich geklappt. Oh, schön. Und da hat er sich auch, er meinte von ihm und im Namen der Frauen so bei mir bedankt. Also es war richtig... Ja, gerne. Hier. Das war auch krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen soll, aber er hat keine Namen genannt oder nichts. Er hat nur einmal erwähnt, dass eine, die von mir kam, fast ein bisschen böse wurde, weil sie zu ihm meinte, er würde mir noch Geld dafür zahlen, dass ich so Werbung für ihn mache. Und er meinte, nein, ich kenne Frau Hansen und sie war bei mir in Behandlung und ich habe weder mit ihr abgesprochen, dass sie das macht, also wir haben da gar nicht drüber gesprochen, ich habe das über euch erfahren, dass sie über mich redet oder erzählt, wo sie ist, aber ich zahle ihr da kein Geld für. Also ich kann das hier nochmal bestätigen, ja. Ich kriege keinen Cent dafür, dass ich hier diesen Namen erwähne, das mache ich von Herzen, weil ich überzeugt bin von der Klinik und von dem Arzt. Und ich kriege auch keinen Cent weniger bei der Behandlung oder so, ja? Also, dass wir das nochmal klarstellen. Schön wär's. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Nein, aber wirklich nicht. Ich kriege da keinen Cent drüber. Und da dachte ich auch wieder, wie traurig. Dass die Leute so denken. Dass die Menschheit so denkt, wirklich. Ja, aber das ist Social Media heutzutage. Du weißt ja nie. Du weißt nie, ob, ja, da steckt doch was hinter. Die kriegt doch jetzt Geld dafür. Ja. Also wie traurig. Nein, ich kriege auch keinen Cent für meinen Podcast, ich kriege auch keinen Cent für Instagram. Inzwischen, wenn ich mal irgendwie Werbung mache, ja, oft ist das auch immer noch unbezahlt, dass ich vielleicht das Produkt toll finde und ich kriege das Produkt. Das muss ich aber auch wiederum versteuern und da Geld drauf zahlen. Also hier ist gar nichts umsonst. Ich mache das, weil ich gemerkt habe, das ist meine eigene Therapie, hier drüber zu sprechen. Ja. Das ist meine eigene Therapie, darüber einfach nicht sich alleine zu fühlen. Und inzwischen hat sich daraus einfach kristallisiert, ich will nie wieder, dass sich irgendwer so alleine fühlt, wie ich damals. Das habe ich auch schon zu Stina gesagt, dass ich so froh bin, dass es dich, die Mädels in der WhatsApp-Gruppe und allgemein Instagram dahingehend gibt. Ich wüsste nicht, wie ich das alleine schaffen könnte. Mhm. Also, nee, ist ja so, weil man hat so viele Gedanken und die Freunde, die sagen immer nette Worte. Ja, aber die können es nicht nachfühlen und das wissen wir ja auch. Und manche Worte sind nett gemeint, sind vielleicht aber nicht so nett. Hast du ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Mhm. Und von den Kibu-Mädels kommen andere Worte. Mhm. Oder die fühlen anders und man weiß das, dass die anders fühlen und dadurch nicht mal mein Mann ist so einfühlsam wie die Mädels. Schatz, ich liebe dich. Der hört zum Glück nicht. Wer aber weiß. Auf einmal hört das. Aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Es ist schon schön. Also nur zu empfehlen, die WhatsApp-Gruppe. Ja, wirklich. Also das ist eine Bubble, echt so, die habe ich auch vermisst tatsächlich. Ich hatte damals einen Kinderwunsch voll meine Bubble. Und ab da an, wo ich schwanger war, war ich in der Mami-Polizei. Alter Schwede, das ist einfach eine andere Welt. Das war eine ganz andere Welt. Da musste ich erstmal gefühlt 1 Million Menschen blockieren. Das glaube ich. Das war einfach wow. Von dieser herzlichen, tollen Bubble zu... Bam, du machst das Falsche und das Falsche und das Falsche. Und wie kannst du nur... Kind die Socken an. Ja, genau, so ungefähr. Also, ja, ganz, ganz anders. Und jetzt, wo ich dann wieder über den Kinderwunsch gesprochen habe, nach 2,5 Jahren Pause, fast,
Ja. Ja, Livi ist ja zwei, passt, ja. So, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Kam das auch so nach und nach wieder und jetzt bin ich wieder froh, dass ich so mittendrin wieder bin und wieder in meine Bubble habe. So. Nicht, dass ich für immer an diesem Kinderwunsch stecken möchte, das ist auch eine blöde Zeit, aber es ist auch schön, aus was Negatives, was Positives zu ziehen. Das stimmt. Genauso wie der Podcast jetzt wieder weiterläuft. Ich habe lange überlegt, mache ich das überhaupt? Jetzt bin ich heilfroh. Also das, ja, entsteht ja auch alles so, ne? Wir sind schon wieder abgeschweift. Ja, ich dachte auch gerade so, ich muss gleich stoppen. So, wir schneiden also. Das schon zurecht. Wo war ich denn geblieben? Wow. Naja. Wird ein langer Podcast heute. Wir schneiden das vielleicht ein bisschen zusammen. Naja, er hat uns dann informiert, dass wir da, also er, ja, erstmal hat er erzählt, dass Frauen schwanger geworden sind und hat sich dann bedankt dafür. Er hat aber auch ehrlich gesagt, dass auch bestimmt 10 zu ihm gekommen sind, wo es nicht geklappt hat. Aber es war natürlich toll, dass 5 bis 6 von 15, 16 Frauen es geklappt hat, die ja, schon aufgegeben haben. Das war wunderschön und natürlich ist es super traurig, dass bei den anderen nicht geklappt hat oder dass sie dann aufgeben mussten aus finanziellen Gründen oder psychischen Gründen. Ich wollte gerade sagen, da wäre die Story dahinter mal interessant. Was war bei denen los? Warum ja. hat es da auch nicht geklappt? Also wenn jemand von euch dahin gegangen ist und schwanger geworden ist oder auch nicht und mir die Geschichte erzählen möchte, dann freue ich mich sehr darüber. wenn nicht, dann nicht. Hier ist keiner zu irgendwas gezwungen. Aber man freut sich natürlich, wenn man irgendwie dazu dabei tragen durfte, ja. dass es irgendwie zu was gebracht hat. Eine ist sogar aus Köln ganz dahin gefahren. Wahnsinn. Krass. Von Köln nach Hildesheim, ist ja bei Hannover. Und da hat es geklappt. Oh, schön. Aber wie dann gesagt, er hat keine Namen gesagt, er hat nur so ein bisschen Sachen angeschnitten und die mich natürlich total gefreut haben. Er darf natürlich auch nichts erzählen, ne? Also er hat gar so keine Infos. Frau Maria Müller aus Köln. Nee, auf gar keinen Fall. Er hat weder Namen noch irgendwelche Adressen oder sonst was gedroppt. Also. Ihr Instagram-Profil lautet. Ja, genau. Nein, auf gar keinen Fall. Das wird er auch niemals tun. Ja, dann hatte ich die Untersuchung. Und was für eine Untersuchung? Nur Blut oder auch Ultraschall? Nee, erstmal Ultraschall. Mhm. Ultraschalluntersuchung. Und da sagte er, ja, sieht genauso negativ aus wie damals. Also kein Unterschied. Schön. Also die Schleimhaut war nicht aufgebaut. Und da waren keine Follikel oder irgendwas zu sehen am Eierstock. Welchen Zyklustag warst du denn gestern? Ich habe ja seit 1,5 Jahren meine Tage nicht. Ach so, also ist das dann... Es gibt keinen Zyklus. Okay. Genau, es gibt keinen Zyklus. Aber ich war erstaunt, dass er direkt einen Eierstock gefunden hat. Oft ist ja bei mir, wenn ich habe ja nur noch einen und der wurde schon zweimal operiert und der ist ja so mini klein, deswegen habe ich auch so einen schlechten AMH-Wert. Oft ist ja, wenn der gerade gar kein Zyklus und nichts ist, dass die Ärzte den nicht finden. Mhm. Also er hat ihn immer schon mal gefunden, man muss ja immer das Positive sehen. Und das Positive, er hat gesagt, dass die Kaiserschnittnarbe sehr, sehr gut aussieht, dass sie sehr gut operiert haben, dass ich da jetzt auch keine Probleme hätte. Es kann ja auch irgendwie ein Problem sein, dass irgendwelche Verwachsungen oder was da sind, Verbucherung, ja. dass sich das nicht einnisten kann mhm. oder in einer falschen Stelle oder wie auch immer. Das sieht alles gut aus, sagte er. Das ist doch schon mal schön. Das ist schon mal gut. Und dann hat er mir gesagt, okay, das hat mir in der letzten, oder hatte ich ja in der letzten Folge schon berichtet, dass man, wenn man zu früh in den Wechseljahren ist, dass man dann fehlen einem Hormone, die man sonst in dem Alter hätte. Also mit Mitte 40 kann es passieren, dass man halt Osteoporose oder ungefähr, dann könnte man halt Osteoporose bekommen oder halt einen Herzinfarkt, weil das Herz-Kreislauf-System sehr angestrengt ist oder sehr darunter leidet, weil einem einfach Hormone fehlen, die man sonst noch hätte in dem Alter. Und deswegen muss man sowieso was tun, also man muss Medikamente nehmen, damit da diese Hormone wieder vorhanden sind, die man sonst braucht. Und das sind halt leider einfach Medikamente, die sonst so Ü-60-Jährige nehmen, die ganz starke Probleme irgendwie oder ja, die ganz starke Probleme nach den Wechseljahren haben. Schwierig. Ich habe mich ja bis jetzt dagegen geweigert. Ja. Seitdem ich mich so doll informiert habe darüber, weiß ich halt, okay, ich muss was tun, weil ich habe keinen Bock auf Osteoporose oder Herzinfarkt. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ja, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja, also irgendwas muss ich tun. Ich habe natürlich die Fragen auch so ein bisschen gestellt, was, wie, wo ich tun kann. Und da hat er gesagt, ja, also jetzt gehen wir erstmal überhaupt, wir nehmen die ganzen Blutwerte ab. Ich soll Cyclopoginova, genau, er meinte, das soll ich erstmal nehmen. Mhm. Das nimmt man immer 21 Tage und nach 21 Tagen kriegt man eine Blutung. Mhm. Und dann soll ich am 1. und am 3. Tag einmal nochmal Blut abnehmen. Das kann ich dann hier beim Arzt machen.
Und dann weiß er genau, okay, sind die Werte gut, wir könnten nochmal einen Versuch starten mit einer ICSI. Oder sind sie schlecht, du musst nochmal 21 Tage das Zeug nehmen. Das heißt, jetzt kommt erstmal gar nichts bei rum. Bei den Blutwerten. Dann hat er erstmal gesagt, also wir nehmen dir Blut ab und Julian auch. Die kompletten, also er hat ganz, ganz viel abgenommen, auch bei Julian. Die ganzen Infos kriegen wir Mitte August, ich glaube am 16. oder 14. Oh Gott, wie lange? Weil er noch im Urlaub ist. Sonst hätten wir es schon früher, aber er geht jetzt, glaube ich, nächste Woche in Urlaub. Und er sagte aber total lieb, wir können ihm auch eine E-Mail schreiben, wenn irgendwas ist. Das kann er auch von Mallorca aus, vom Pool aus kurz beantworten per E-Mail. Nicht jeden Tag, aber mal zwischendurch. So lässt es sich doch arbeiten. ja, genau. Also unser Schritt ist jetzt quasi, das soll ich nehmen und dann kann man gucken. Okay, hast du es schon geholt? Nein. Gestern habe ich das direkt bestellt und habe auf dem Weg quasi angerufen. Beziehungsweise die Werte dafür, ich war zu durcheinander im Auto und wir sind ja auf dem Rückweg, wir haben Ewigkeiten gebraucht, Stau, Levi war ungeduldig, hat natürlich auch irgendwann geschrien und wollte nicht mehr. Und in dem Moment hat sie mich angerufen und gesagt, ja, also die Werte, die wir dafür brauchen, ich glaube, das waren dann sicherlich Östrogen und FSH. Wahrscheinlich. Die Werte sind, wie wir schon dachten, schlecht. Ich soll das jetzt erstmal nehmen und dann Blut abnehmen. Und das hat sie mir per E-Mail dann auch nochmal genommen. Ich habe gesagt, können Sie mir das per E-Mail nochmal genau schreiben? Das merke ich mir jetzt bestimmt nicht. Genau, da sagte sie, ich soll heute, also gestern, das schon direkt nehmen. Oh, wir, okay. Dann habe ich in der Apotheke angerufen, hat das bestellt zu 17.30. Wir haben es aber zeitlich nicht geschafft. Weil ihr also, so unterwegs wart. Scheiße. Ja, also ich werde es heute abholen. Und dann an Zyklustag 1 bis 3 eine Blutabnahme mit den Werten E2, Progesteron, LH und FSH. Und dann soll ich die Werte an die weiterschicken natürlich. Und dann wird Herr Dr. Lanowski das weitere Vorgehen besprechen. Ja. So, jetzt kommt's aber. What's going on mit diesem Medikament? Ich habe mir mal die Nebenwirkungen angeguckt. Das sollte man nie tun. Mache ich nie. Ich hatte Hast du dir mal die Nebenwirkungen Gefühl. Von der Pille angeguckt? Nee. Pass auf. Scheiße. Ich habe die Pille aber auch, muss ich sagen, vielleicht mal mit 13 ein halbes Jahr genommen, dann war es das. Ich lese das einfach mal so vor, ohne irgendwas vorher wegzusagen. Und dann besprechen wir mal, was wir davon halten. Wir halten bestimmt viel davon. Oh. Pass auf. Kleiner Tipp, man sollte nie die Nebenwirkungen durchlesen. Ja, aber in dem Fall denke ich mir so, das habe ich halt auch nie in Nebenwirkungen gelesen. Ja, aber hast du mal Nebenwirkungen in Ibuprofen, Paracetamol und Co. gelesen? Das mit Sicherheit nicht. Oder Utrogest? Pass auf. Ich pass auf. Seien Sie gespannt. Also du musst auch starten. Ich habe dir einen Trommelwirbel gegeben. Pass auf. Punkt 1 der Nebenwirkungen. Brustkrebs. Punkt 2. Übermäßiges Wachstum oder Krebs der Gebärmutterschleimhaut. Punkt 3. Eierstockkrebs. Punkt 4. Blutgerinnsel in den Venen der Beine oder der Lunge. Ich will gar nicht lachen. Punkt 5. Herzkrankheit. Punkt 6. Schlaganfall. Punkt 7. Gedächtnisstörungen, Demenz. Weitere Informationen über diese Nebenwirkungen finden Sie in Kategorie der Kontrainteraktion und Patientenhinweise. Oh, schön. Ich dachte, ich will gar nicht lachen, aber du hast das so stumpf gemacht. WTF. Oh, scheiße. Also ich fühle mich ein bisschen schlecht, ja, aber wenn mein Arzt diese Folge sieht. Das ist auf keinen Fall irgendwie, also mit Sicherheit meint der das nicht böse, der meint das alles gut. Und diese Medikamente werden oft verschrieben. Also ich denke, viele haben dieses Medikament genommen. Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie Ängste hervorrufen. Zu spät. Aber das kann ich doch nicht freiwillig nehmen. Wie gesagt, schau dir mal andere Nebenwirkungen an. Klar, das ist schon nicht ohne. Aber guck mal, ich habe von 13 bis 26,5 habe ich die Pille genommen. Ja, aber das steht ja nicht, es gibt ja nicht nur 5 Nebenwirkungen und das ist komplett Krebs oder Schlaganfall. Die Pille hat wahrscheinlich 200 Nebenwirkungen und da ist Krebs und bestimmt. Zeig mir einen Punkt in der Pille, wo Krebs drin steht. Pille.
Garantiert nicht. Nein. Das ist schon heftig. Das, es steht überall drin, dass man das nur ganz kurze Zeit nehmen darf. Ja, aber darf sollst du ja auch nur 21 Tage. Ja, aber wenn er meinte, bis zu einem halben Jahr kann ich das immer wieder machen. Oh. Und da stellt sich die Frage, also ist es mir das wert? Ich habe ja schon Knoten in der Brust, wo ich einmal im Jahr hin muss und ich kenne diese Angst. Ich habe das mit meiner Schwester alles durch. Das ist schon... Das ist heftig, ja. Da muss man, doof gesagt, abwägen, will man nicht. Aber ich weiß... Und das ist dieser Gedanke gestern, ne? So, oh Gott. Bei uns Mädels ist der Wunsch groß. Ja. Gut, ich stecke nicht in deiner Haut, aber ich würde jetzt so aus dem Stegreif sagen, ich würde es machen. Aber ich stecke auch nicht in deiner Haut gerade. Ich bin aber auch generell ja immer, was Medikamente angeht, eher die Patientin, die sich da weigert. Aber und sich denkt, nö, aber er mach braucht ich nicht. Ja die Blutwerte. Er braucht die, ja. Aber letztes Mal habe ich es auch nicht genommen. Das war, glaube ich, genau das gleiche Medikament. Ah, okay. Und da hat das Agnolyt. Da habe ich mir noch nicht die Nebenwirkungen angeguckt. Aber ich hatte da auch kein gutes Gefühl bei, wenn da schon steht, bitte nur so lange es sein muss und nur ganz kurz und immer mit dem Arzt absprechen. Habe ich einfach immer ein schlechtes Gefühl. Und da habe ich es mit Agnolyt geschafft, dass ich nur eine Schmierblutung hatte. Und diese Schmierblutung hat gereicht, dass ich einen Zyklus bekommen habe. Ja. Und also ein Gedanke in mir ist dann auch immer, okay, war die Eizelle vielleicht auch so gut, weil ich auf diesen natürlichen Zyklus gewartet habe? Wie ist es jetzt, wenn man künstlich gleich anfängt? Also ich bin dann immer so ein bisschen esoterisch angehaucht, dass ich halt denke, ist es besser, auf den richtigen Moment zu warten? Oder willst du es jetzt hoppla hopp? Weil mit Mitte 20 wurde mir auch schon gesagt, also wenn in den nächsten 3 Monaten nicht schwanger sind, dann war es das. Ne? Ach, ich sag mal schwierig. So, bis 39 finde ich, bin ich noch jung genug, dass ich da was einnisten könnte. Ja. Also theoretisch, auch wenn die Ärzte dann immer Alarm schlagen, das wurde halt schon mit Mitte 20 gemacht. Da habe ich halt auch gesagt, ja, nö. Aber ich glaube, ich muss nochmal, ich habe das, wie gesagt, gestern nicht direkt genommen, weil wir es nicht geschafft haben. Heute Morgen habe ich es jetzt auch noch nicht zeitlich geschafft, wieder zur Apotheke zu fahren. Das werde ich nachher auf dem Weg machen, wenn ich Levi hole. Aber ich glaube, ich muss da nochmal ein Wörtchen mit ihm reden, was er da so dazu sagt. Also wenn er mich beruhigen kann und sagt, ja, das müssen sie reinschreiben. Man ich muss aber auch bedenken, das ist ein Medikament für Ü-60-Jährige. Das ist klar, dass die oft diese Symptome haben. Ja. Dass die natürlich in der Zeit, weiß man nicht, ob es jetzt mit dem Medikament zusammenhängt oder nicht. Wie auch immer, wenn er mir das irgendwie simpel erklären kann und mich beruhigen kann, dann geht's. Dann würde ich es machen. Oder er sagt mir, es gibt doch eine Alternative. Ich glaube, gäbe es eine Alternative, die nicht so gefährlich ist, hätte er die schon vorgeschlagen. Weil warum sollte er dir erst die gefährlichere Alternative nennen? Weiß ich nicht, vielleicht ist das einfach ein Medikament, was schnell anschlägt und gut funktioniert. Okay, ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich kriege auf jeden Fall Krebs, so. Aber die Gefahr ist da. Die klar, Gefahr ist da, ja. Das ist, muss man sagen, immer bei einer ICSI oder generell künstliche Befruchtung, weil wir mit Hormonen arbeiten, künstlichen Hormonen. Das ist immer ein Eingriff in den Körper. Ja. Das ist mir auch bewusst. Aber wenn du das so schwarz auf weiß drauf liest, dann denkst du halt schon so, puh. Hast du mal geguckt, was die Nebenwirkungen der ganzen Spritzen sind, die wir uns da immer reinhauen? Die sind mit Sicherheit gleich. Nee, wir gucken uns die angeguckt. Lieber nicht an. Nee. Ich glaube auch, da steht Pest und Cholera drin. Nein, aber ja, das ist schon ein Punkt. Gerade, ich habe jetzt auch schon ein Kind. Du weißt nicht, ob es funktioniert. Aber man ist jetzt schon anders davor. Vorher beim ersten Kinderwunsch war mir alles scheißegal. Ich mir war sagen, alles egal. Dann habe ich gedacht, dann nippel ich halt ab, aber ich will dieses Kind. Und so. Jetzt bist du aber Mutter. Und jetzt hat man ein Kind und eine Verantwortung und sagt, okay, kann ich, oder ja, wie soll man sagen, ich habe jetzt eine Verantwortung, ist es fahrlässig, diesem Kind, weißt du? Ja, das Risiko besteht, dass dein Kind ohne Mutter aufwächst. Oder weiter ohne Mutter aufwächst, ja. Ruf ihn an. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ihn anrufen und das nochmal klären. Also, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, das ist halt jetzt der Weg. Er weiß noch nicht, wir wissen noch nicht. Wie geht's weiter? Wie sind die Werte? Das werden wir halt leider erst Mitte August erfahren. Ich soll jetzt auf jeden Fall das erstmal nehmen. Ich muss auch gestehen, es war auch alles sehr viel. Und mir ging es eigentlich gut, dass wir da raus sind, weil ich dachte, ich hatte jetzt erstmal einen Fahrschein. Ich hatte erstmal so einen Weg oder einen Fahrplan. Ich wusste, okay, ich warte jetzt ab bis 15 Uhr, dann werde ich angerufen, dann wird mir gesagt, ob ich das Medikament nehmen soll oder nicht. Ja. Dann nehme ich das erstmal 21 Tage, dann muss ich wieder Blut abnehmen und dann gucken wir.
So, da war erstmal alles, erstmal okay, war jetzt viel Info, wir waren müde, ich habe kaum geschlafen, lass erstmal nach Hause kommen, heute Abend ist nochmal Chorprobe, ja. Am Samstag ist noch ein Auftritt, heute ist dann nochmal Podcast aufnehmen, also es war noch so viel vor mir, dass ich da gar nicht so emotional drüber reden konnte. Dann haben wir natürlich im Auto auch darüber gesprochen. Eventuell gab es ein paar Unstimmigkeiten. Oh, warum? Oder willst du nicht drüber reden? Oder? Ja, also so genau möchte ich nicht drauf eingehen, einfach weil ich nicht weiß, ob Julian das so möchte. Ah, ja. Da muss ich ja auch seine Privatsphäre irgendwie schützen. Aber ich glaube, was ich sagen darf, die Emotionen waren geladen von beiden Seiten. Und ich glaube, Männer sind auch nochmal anders emotional drauf als wir. Wie gesagt, man ist schneller wieder drin, als man möchte. Und trotzdem war ich so, dass ich gesagt habe, ja, dann riskiere ich das halt, aber ich möchte das, weil ich wünsche mir ein zweites Kind für meinen Sohn und ich möchte, dass er ein Geschwisterchen hat. Und ich würde das Risiko halt eingehen, so. Und er sieht halt, er hat Angst davor, dass wir das jetzt, keine Ahnung, 3-mal, 4-mal, 5-mal machen, dass es nicht klappt, dass ich wieder in diese Psyche reinkomme, dass ich einfach am Boden bin. Mhm. Und da sagt er halt, wollen wir das Risiko, dass wir uns so da wieder reinsteigern, dass wir wissen nicht, ob wir wieder so einen Lottogewinn haben, dass es beim ersten Mal einfach klappt, dass die Wahrscheinlichkeit ist ja 1 zu 3000, dass das irgendwie da wieder passiert. Wollen wir das wirklich riskieren? Am Ende haben wir dann vielleicht 4, 5 Ixis gemacht. Du bist völlig am Ende. Am Ende, er hat auch gesagt, wer weiß, wie viele Paare sich auch trennen, weil sie es nicht schaffen. Und dann meinte ich auch zu ihm, glaubst du jetzt, dass wir uns trennen? Er so, nein, aber diese Psyche darf man nicht unterschätzen. Und ja, er meinte definitiv. Und auch, dass du dir wieder diese ganzen Hormone reinjagst und dieses Risiko eingehen, dass das Kind gesund ist, dass du gesund bist. Er meinte, wir sind gerade so gesegnet, dass Levi gesund ist, dass wir gesund sind, dass alles so gut geklappt hat, wollen wir das wirklich so? Also ich glaube, er hat noch mehr Hemmung und ich bin dann auch stur und denke mir so, warum sind wir da jetzt hingefahren? Ich will das jetzt. Versuch, ne? Also, macht klug. Ich würde es jetzt schon versuchen, warum fahren wir da überhaupt hin? Und dann ist natürlich die Stimmung erstmal aufgeladen so und viele Emotionen. Ich wurde dann auch traurig, habe dann auch geweint und weil mir auch alles dann gerade zu viel war. Ich konnte auch gestern überhaupt nicht drüber sprechen. Natürlich beim Chor haben auch alle gefragt, so ganz lieb. Und ich war so, ja, wir waren da. Schönes so, Wetter heute. Ich wollte noch so gar nicht drüber reden, was mir dann auch irgendwie leid tut. Weil natürlich sage ich das öffentlich und spreche darüber. Aber in dem Moment musste ich erstmal selbst klarkommen, was ich möchte. Und irgendwie habe ich natürlich auch im Auto dann so Angst bekommen. Ja, wir fahren da jetzt hin und besprechen alles. Und dann will er das am Ende gar nicht. Die Emotion ist natürlich auch da. Natürlich, was will dein Partner? Was willst du, ne? Also da muss man einen Weg gehen. Schwierig, irgendwie alles. Und jetzt, wo ich das gelesen habe, Nebenwirkungen Krebs, stellt sich mir auch. Ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich will. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt will und was ich jetzt machen soll. Mir ist das gerade zu viel, heute einfach Medikamente einzunehmen, wo es heißt, entweder du kriegst Krebs oder einen Schlaganfall. Mal gucken, was. Wir würfeln mal. Das ist mir ein bisschen too much. Kann ich verstehen. Aber dann ruf ihn doch heute noch an, bevor du das ganze Wochenende drüber grübelst. Wenn ich ihn überhaupt erreiche. Ich glaube, ich schreibe ihm eher eine E-Mail nachher mal. Noch ist er ja nicht am Pool. Er hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt mit, bitte nimm heute die Medikamente. Aber warum? Also, er wird sich vielleicht was bei gedacht haben. Sicherlich, aber es wird bestimmt jetzt auch kein... Auf ein paar Tage kommt es nicht. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das nicht funktioniert, weil ich jetzt ein paar Tage warte. Ich wollte gerade sagen, es ändert nichts. Ich glaube auch nicht, weil einen Zyklus habe ich eh nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich Zyklus Tag 1 muss ich den ganzen Monat warten. Richtig. Und selbst das, klar, es ist schwer. Ich hasse warten. Ich bin die ungeduldigste Person. Ich glaube, das sind wir alle. Aber selbst das wäre okay. Ja, ich glaube auch, jetzt so unüberlegt, dadurch, dass ich glaube, Jürgen und ich müssen uns beide erstmal Gedanken machen, wollen wir das? Jürgen meinte halt, er kann sich jetzt keine Gedanken machen, weil das war auch so ein Streitpunkt, dass ich gesagt habe, warum fahren wir denn da hin? Wir warten doch schon ein halbes Jahr auf diesen Termin und jetzt fällt dir ein, du weißt gar nicht, ob du das willst, wo ich ihn auch falsch verstanden habe, vielleicht auch verstehen wollte, er wollte mich falsch verstehen, das ist ja im Streit einfach so standardmäßig, weil man gerade so seinen Willen irgendwie, ich kriege dann Panik, er will das jetzt vielleicht gar nicht. Und hat er gesagt, nein, ich kann da jetzt aber nicht drüber nachdenken. Ich möchte erstmal die Werte abwarten und ich will nicht, dass du jetzt hoppla hopp heute irgendwelche Medikamente nimmst und dann heißt es, wir müssen jetzt, weil die Werte sind gut. Ich möchte erstmal die Werte abwarten
um dann zu entscheiden, okay, ist es uns das Risiko wert? Und das habe ich ja nicht verstanden, weil ich gesagt habe, mach dir doch bitte jetzt Gedanken, weil wenn die Werte gut sind, dann hast du nicht ein halbes Jahr Zeit, sondern dann sind sie jetzt gut und dann müssen wir jetzt starten. Und dann meine ich, ich möchte, dass du verstehst, dass du dann unter Druck bist. Deswegen mach dir doch bitte jetzt Gedanken bis dahin und sei dir bewusst, dass du dann einen Tag Zeit hast, ja. Go oder nein. So. Und das wollte er nicht verstehen, was ich von ihm will. Und ich wollte nicht verstehen, was er von mir will. Jetzt, dann haben wir dann im Ruhigen nochmal, wir haben erstmal eine halbe Stunde uns angeschwiegen. So. Erst das mal, muss man nicht drüber reden, lass mal ganz kurz, ne? Und dann haben wir nochmal vernünftig geredet und dann haben wir uns auch beide verstanden. Und dann war auch wieder alles gut. Ich glaube, da musste einfach erstmal so die Emotionen raus. Ist ja auch wichtig, dass man einmal auch wirklich drüber spricht und nicht jeder macht sich seine Gedanken und am Ende ist man sich total uneinig. Wir haben beide unsere Sorgen und Ängste und Wünsche dann halt nochmal besprochen und ja, er meinte halt, ihm ist das schon bewusst, dass er da nicht viel Zeit hat, aber er wollte mir auch klar machen, das heißt jetzt nicht, dass wir das dann auf jeden Fall sofort machen, sondern, also er hat ganz klar gesagt, sollten die Werte schlechter sein als vorher, dann ist er raus. Oh. Und da habe ich auch gesagt, aber nur weil sie schlechter sind, heißt es ja, nicht. Ja, aber da bin ich bei ihm. Ach, okay. Weil wenn der Arzt sagt, oh, es wird noch schwieriger, aber wenn ihr unbedingt wollt, können wir es versuchen. Weiß ich nicht, ob ich wirklich emotional und psychisch bereit bin und körperlich, was man sich da alles reinspritzt, ob ich wirklich bereit bin, das zu machen. Mhm. Aber ich habe gesagt, wenn die Werte einigermaßen ähnlich sind wie vorher, dann möchte ich das. Ja, kann ich verstehen. Ich akzeptiere ganz schwer, aber okay, wenn er dann auch raus ist, so muss ich dann ja. Ich kann ihm ja kein Kind aufzwingen oder diesen Weg aufzwingen. Geht ja auch gar nicht. Nein, das wird mir sehr schwer fallen. Ich glaube, das wird eine Zeit dauern, dann damit klarzukommen. Weil ich habe auch zu ihm gesagt, ich würde schon die 3 Mal, die eine Krankenkasse einem bezahlt, die würde ich auf jeden Fall machen wollen. Weil er ist dann auch schon wieder so, ja, einmal, wenn es nicht klappt, ist es so. Und ich sage, nee, wenn wir den Weg erstmal gehen. Dann 3. Dann diese 3. Und dann kann man immer noch natürlich sagen, ist das auch viel Geld, aber dann kann ich mir, wenn es wirklich zu spät ist und ich vielleicht 40, 50 Jahre alt bin, dann kann ich sagen, okay, aber ich bin jetzt fein damit. Ich habe alles getan, was ich konnte und weiß, es hat nicht geklappt, das ist okay. Aber dann nur einmal und dann nicht mehr. Nee, dann denkst du dir immer, vielleicht hätte es beim 2. oder 3. Mal geklappt. Und jetzt so gar nichts wird mir auch schwerfallen. Also es sei denn, der Arzt sagt halt, okay, wir waren schon bei 1-2%, jetzt sind wir bei 0,% irgendwas. Ja gut, dann kannst du es gleich lassen. Es sei denn, es wäre jetzt mein erster Kinderwunsch. Ich glaube, dann würde ich es auch machen. Dann, dann würde ich jede Chance auskotzen. auskotzen. Wir kotzen und, heute mal. Alles probieren, was geht. Aber ich glaube, jetzt hat man immer noch dieses Risiko im Kopf, oder ich zumindest, dass ich auch noch halt eine Verantwortung habe. Und jetzt, wo man das nochmal so schwarz auf weiß liest, mit Krebs und so, ja, schwierig. Ich glaube, ich brauche ein paar Tage und ich glaube, ich brauche das auch einmal, diese Sicherheit von ihm, was er dazu sagt. Ja, glaube ich. Mir ist das, wie gesagt, bewusst, ne, mit Ixi, dass das immer alles krebserregend ist. Aber hast du gleich ein Thema für einen neuen Podcast? Ja. Also kleiner Spoiler. Ja, echt. schwierig. Aber ja, das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Ich glaube, die Gefühle sind einfach komplett durcheinander. Wir wissen noch gar nicht. Ich muss jetzt erstmal irgendwie nochmal Info von ihm haben, muss mir nochmal Gedanken machen und dann gucken. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, okay, ich gehe jetzt das Risiko einmal ein, diese 21 Tage das zu nehmen, zu gucken, wie sind die Werte. Und dann kann man weiter gucken. Ich glaube, es ist gerade ein Schritt für Schritt. Und ich habe gestern gemerkt, wie schnell man wieder in dieser Emotion ist, wie schnell man wieder kurz vom Bein ist, wie schnell man zerbrechen kann eigentlich so, ne? Also, und das, wo man noch nicht mal angefangen hat, Hormone zu nehmen, ja, ne? Das ich finde, mit den Hormonen, die man dann im Körper hat, wird es ja noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Ja, ach, aber bevor ich jetzt wieder 300 Jahre erzähle, wie ist denn bei dir so der ja, wir hatten ja die Schwangerschaftstest die letzten Tage. Ja, schneeweiß. Jetzt warte ich ja gerade, ich gucke ja schon immer auf mein Handy, warte auf den Anruf. Ich vermute ja, da kommt dann wieder das 3. Mal, nee, wir sind nicht schwanger. Dann steht bei uns ja auch direkt mit dem nächsten Zyklus die erste ICSI an. Wir haben uns direkt für den sichersten Weg, sage ich mal, entschieden. Wir hatten noch überlegt, IVF oder ICSI, weil allzu viel haben wir ja nicht. Wir haben keine Endometriose, wir haben freie Eileiter, wir haben kein PCO. Also wir sind eigentlich ja ganz einfache Patienten, hat man uns gesagt. Wisst ihr denn den Grund?
Nee, also der schlechte AMH-Wert von 0,8, aber wenn man das mit dir vergleicht, ist das ja noch, ja noch das blühende Leben. Danke. Genau, halt der schlechte AMH-Wert, dann Progesteronmangel, aber den kann man ja jederzeit ausgleichen mit Utrogest. Ja. Was habe ich noch? Ja, eine schlechte Eizellreserve, aber liegt ja an dem AMH-Wert. Ja. Und ein eingeschränktes Spermiogramm, aber jetzt auch kein hoffnungsloses Spermiogramm. Mehr haben wir nicht. Also es gibt kein Ergebnis, was ist überhaupt los? Nö, genau. Deswegen, das sagte er gestern tatsächlich auch, dass wir zwar ein richtig schwieriger Fall sind, aber wir haben das Glück, dass wir wissen, woran es liegt. Woran hat es gelegen? Genau, so. Und ich meine, ich hatte ja schon die Bauchspiegelung und da kam nichts raus. Was mir immer noch so im Kopf liegt, ich habe halt permanent Unterleibsschmerzen. Also immer, zyklusunabhängig, seit Monaten, beziehungsweise seitdem ich die Pille abgesetzt habe. Davor nie. Ich war ständig beim Frauenarzt damit, weil ich dachte, ich habe eine Zyste oder ähnliches. Aber ich habe nichts. Aber ich habe das jetzt auch gerade, wo ich mit den Hormonen pushe für die IUI, die Unterleibsschmerzen ziehen bis ins Bein rein. Und da denke ich mir immer so, ist das vielleicht der Grund? Aber die Ärzte finden ja nichts. Mehr als bei einer Bauchspiegelung und beim Ultraschall kannst du ja nichts sehen. Hast du schon mal sowas wie Darmreinigung oder sowas gemacht? Alles durch. Ja. Alles durch. Das war ja beim Hausarzt. Ich bin ja anfangs damit zum Hausarzt, weil ich ja dachte, oh, vielleicht Darm. Das war frei, du. Richtig frei gepustet. Schönes Thema. das ist so meine Vermutung. Aber deswegen haben wir halt gesagt, gut, ich habe ja mal gehört, dass Eizelle und Sperma auch manchmal gar nicht zusammenpassen. Also, dass Sperma einfach nicht in die Eizelle rein möchte. Nee, man kann die Genetik aber testen. Hat das eure Klinik nicht gemacht? Nee, haben wir nicht. Okay. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir lieber gleich die ICSI statt der IVF. Weil, obwohl wir ein einfacher Fall sind, klappt es mit einer IUI nicht. Also nehmen wir gleich den ganz sicheren Weg. Und so groß ist der Kostenunterschied ja dann gar nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, komm, dann wenigstens lieber wirklich das befruchtete Ei schon haben. Ja, und gestern habe ich meinem Mann ja dann erzählt, dass der Test negativ ist, damit er sich schon mal drauf einstellen kann und wir halt gucken können, nächste Woche ist ja dann schon neuer Zyklus, bestenfalls. Also mit Utrogest absetzen, 2 Tage später kommt meine Periode dann eigentlich immer. Heute würde ich sie absetzen nach dem Anruf. Also wird Montag, Dienstag irgendwie so der Zyklus beginnen. Dann habe ich ihn schon gefragt. Ich sage, wenn wir mehrere Eizellen haben, wie viel wollen wir einsetzen lassen? Wollen wir welche einfrieren für eine zweite ICSI? Auf jeden Fall. Ja, hat er auch gesagt. Ja. Dann, mein Mann hat ja damit abgeschlossen, 2 Kinder zu kriegen, weil er gesagt hat, 2-mal will er das nicht durchmachen. Welcome to my life. Und da habe ich ihm aber schon gesagt, ich sag, aber wenn doch das Würmchen irgendwann 2, 3, 4 Jahre alt ist, ich sag, und dann wollen wir doch nochmal. Ich sag, lass uns die doch wenigstens ein paar Jahre einfrieren. Auf jeden Fall, weil da musst du das ja alles nicht mehr durchgehen. Ich habe das ja jetzt bei Sarah gesehen zum Beispiel oder Sina. Ich weiß nicht, ob dir das auch ein Begriff ist. Beide haben was eingefroren. Ja, Sina hat auch was eingefroren, ne? Ja, ich glaube ja. Die müssten dann ja einfach nur noch beim zweiten Wunsch und da hat es ja auch bei beiden dann direkt geklappt. Die fahren da einfach hin, lassen sich das einsetzen und fertig. Genau, und das habe ich ihm halt auch nahegelegt. Und dann da muss man das davor alles gar nicht, was man jetzt alles muss. Auch die ganzen Untersuchungen, du weißt dann ja, was hat geklappt. Ja, genau. Ne? Und da hat er aber auch gesagt, da geht er mit. Ob er mitgeht, wenn ich bei der ersten ICSI schwanger bin, schauen wir mal. Aber wir wollen auf jeden Fall was einfrieren. Und hatten gesagt, gut, jetzt bei der ersten ICSI würden wir 2 Blastozyten einsetzen lassen, mit der Chance auf Zwillingen, aber dann habe ich gleich meine 2. Ja, hätte ich auch so gemacht. Bei der zweiten ICSI würden wir sogar, insofern es natürlich geht, sogar direkt 3 nehmen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ah, okay. Krass. Ob das dann natürlich immer noch so ist, jetzt sprichst du also ja ohne... Also eine Bekannte von mir, die wohnt gar nicht weit von dir, die haben auch Drillinge bekommen. Oh Gott. Aber sie kommt anscheinend super klar. Also. Wir hätten nicht mal ein drittes Kinderzimmer und wir haben ein Haus. Also wir noch mal neu bauen. Naja, kuscheln die halt zusammen in einem Zimmer. Juhu. Ja, nee, aber so jetzt quasi erstmal der Weg. Innerlich hoffe ich immer noch auf diesen erlösenden Anruf, der jederzeit kommen könnte mit alles ist gut, Sie sind schwanger. Das wäre schön. Ich habe dir ja erzählt, ne, von dem Symptom her hätte ich jetzt auch gesagt, ich bin schwanger, was ich dir die Tage immer geschrieben habe. Ein Körper kann einen ja komplett verarschen. Ja. Also. Ich glaube aber auch die Progest. Nee, wie heißt es? Utrogest. Utrogest. Die lösen das bestimmt aus. Ja. Nee, genau. Und dann hieß es halt, ne, steiger dich da nicht so rein. Ja, aber ich höre doch auf meinen Körper. Und wie ich dir ja geschrieben habe, wenn ich dann nachts einen Unterleib ziehen habe und davon wach werde,
den einen Abend, da hätte ich schwören können, alles klar, das ist ein Symptom. Ich mit meiner Pringles-Packung im Bett habe auf einmal den Gedanken, jetzt eine Gurke. Und ich schwöre, ich habe die Pringles-Packung weggelegt, bin an den Kühlschrank und habe nach Gurken geguckt. Ja, aber das ist ja auch diese Hormone, ne? Die das ja, dann, genau. Und aber das dann, ist auch das Gemeine, weil es kann halt beides sein. Genau. Dadurch, dass wir diese Hormone nehmen, sind die Symptome ja auch nicht eindeutig. Richtig, und da hat mein Mann noch gesagt, so Gott, du musst schwanger sein. Ja. Du hast so viel meine Brüste, die explodieren. Geht gar nichts. Ja, ich weiß nicht, welches Symptom ich haben muss. Also mein Mann hat gestern gesagt, wenn du keine Symptome hast, wenn du nichts hast, keine Rückenschmerzen, keine genau, Kopfschmerzen, dann bist du schwanger. Keine Unterleibsschmerzen, du hast nichts, dir geht's 14 Tage gut, dann bist du schwanger. Ja. Super. Klasse. Ja, also auch oh Mann, ich hoffe immer noch, dass du nachher einen Anruf kriegst und dass es heißt, herzlichen Glückwunsch. Dann gibt's ein Update nochmal hier schnell. Ja. Ja, aber ich glaube es leider. Aber ich glaube auch, wenn es so schneeweiß ist. Wenn du jetzt irgendwie aber ich nur einen Anschein von irgendwas gesehen hättest, dann hätte ich gesagt, safe ist der positiv, das war jetzt einfach noch zu früh. Aber wenn es so schneeweiß ist. Ja, aber ich habe ja gestern und heute keinen Test gemacht. Also das letzte Mal an Zyklustag 12. Echt jetzt? Ja. Ich habe es sein lassen. Ich konnte es nicht mehr sehen. Mir tun negative Tests so können weh. Wir da auf Klo gehen? Ich habe bestimmt nein. Nee, mir tut das so weh, nur ein Strich zu. Ja, ich habe ja noch nie in meinem Leben einen positiven Test gesehen. Ja. Ich wollte nicht heulen. Irgendwann wird er positiv sein. Ganz sicher. Hoffentlich. Oh, Mausi. Oh. Sehe ich ein bisschen verheult aus, aber... Das macht nichts. Ich sehe auch oft verheult aus. Das wundert mich auch, dass ich das heute so straight geschafft habe. Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Ja, ich auch. Ja, aber so viel zu uns. Ja. Wir sind gespannt. Wir drücken immer noch weiter in die Daumen, was ihr heute Nachmittag bei dem Anruf rauskommt. Ja. Ja. Und dann müsst ihr aber nächste Woche, soll es jetzt negativ sein, dann schon starten. Ja, genau, weil wir mit dem nächsten Zyklus halt direkt starten wollen. Mhm. Das Einzige, was bei uns jetzt so ein bisschen im Argen liegt, meine Freundin heiratet Ende des Monats. Ach ja. Und ich bin Brautjungfer. Mhm. Und ich habe mal so geguckt, sollte Montag meine Periode starten, ist Zyklustag 10 ihre standesamtliche. Und dann den Samstag, Zyklustag 14 dürfte das sein, ihre freie Trauung und ich bin Brautjungfer. Das heißt, ich muss dabei sein, ich will dabei sein. Und dann, ich habe heute noch, sollte der Test negativ sein, darum gebeten, dass ich mit Herrn Löbbeke telefonieren kann, mhm. um zu fragen, wie seine Erfahrung ist, an welchem Tag punktiert man. Mhm. Sollte er jetzt sagen, ja, aufgrund unserer Erfahrungen mit ihren Eizellen, Zyklustag 10, würde ich fragen, um wie viel Uhr, wie fit ist man, ist ja eine kleine OP, sage ich mal, ein Eingriff. Bin ich da nach 3 Stunden wieder topfit, dann würde ich sagen, alles klar, machen wir morgens um 8, um 16 Uhr ist die Trauung, easy going. Wenn er sagt, nee, den Tag danach sind sie aber komplett ausgelaugt, würden wir wahrscheinlich sogar die ICSI um den Zyklus verschieben. Ich glaube, das ist aber abhängig von dir, wie fit, also eigentlich hat man da nichts. Ich bin dann ja auch noch stundenlang zurückgefahren, nach Hause gefahren. Ja, alleine? Nee, mit Julian. Ach so, aber Julian ist gefahren. Der ist gefahren, ja. Okay, aber du warst fit. Also du hättest du ins Standesamt gehen können und da sitzen können? Ja. Okay, das ist schon mal beruhigend. Doch. Also eigentlich, man stellt sich das immer so groß vor, aber es ist nicht schlimm eigentlich. Also du gehst halt rein, du kriegst da die Narkose, aber das ist ja auch nur so eine Schlafnarkose. Genau, das ist ja deswegen, keine richtige Narkose. Danach liegst du noch im Aufwachraum und dann kriegst du halt gesagt, direkt wie viele Eizellen wurden entnommen und dann... Wenn du wieder langsam zu dir gekommen bist, kannst du schon nach Hause fahren. Ja. Ja, aber ich glaube, bevor diese Folge jetzt noch ganz viele andere Themen hier kriegt, weil wir wieder uns so ausschreiben, das ist auch so schlimm. Wenn man ein Thema hat, dann kann man einfach stundenlang darüber reden. Ich wollte gesagt, 1 Stunde 10 haben wir jetzt schon auf. Naja, mit Schneiden, vielleicht kommen wir auf eine Dreiviertelstunde, wie ich gesagt hatte. Na gut. Ja, ihr seid jetzt auf jeden Fall am neuesten Stand. Ihr habt unser neues Gesicht in mein kleines Helferlein. Genau. Und wir werden bestimmt in Zukunft, werdet ihr Feline bestimmt nochmal hier und da sehen. Und zumindest hier. Genau. Bei Instagram will ich ja so ein bisschen außen vor gehalten werden. Genau. Aber ich möchte bestimmt Dina nicht die Show stehlen. Ach Quatsch. Das ist ein ganz großes Wir. Da, das ist, nee,
Das ist mir ja total egal. Da steht so keine Show und nichts. Also überhaupt nicht, das ist Quatsch. Nein, nein. Aber du wirst bestimmt noch mal in der einen oder anderen Folge dabei sein. Gerne. Genau. Und wir werden bestimmt noch ganz tolle Themen für euch aufgreifen. Und irgendwann kugeln wir zusammen. Oh. Ich hoffe. Bei mir ist echt noch im Moment einfach so ein Gefühlschaos, dass ich eher innerlich direkt Nein denke. Doch, aber wir denken positiv. Wie hast du gesagt, positiv. Einer von uns wir müssen immer positiv gedenken. Ja, genau. Gerade hat keiner von uns positiv. Das läuft. Super. Herzlich willkommen im Thema Kinderwunsch. Genau. Das ist so, ne? Man kann mit nichts rechnen. Man kann nie voraussehen, wie die Gefühle sind. Ja. Man kann nie sagen, also heute geht es mir so und morgen so. Und das können Außenstehende gar nicht verstehen. Nee. Das kann nur unsere Bubble verstehen. Ja, also ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden euch weiterhin auf den Laufenden natürlich halten, sowohl hier als auch bei Instagram. Und danke, dass ihr da seid und dass wir alle gemeinsam hier das durchstehen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.